Meine lieben Freunde der Bandmann-Seite wieder zurück am Start. Ich bin zurück mit einem weiteren Musikvideo, weil das das Einzige ist, was gerade funktioniert auf meinem Kanal. Ihr habt lange drauf gewartet, ich weiß, aber es gibt endlich wieder ein neues Video über Rap Music Germany. Heute passiert etwas ganz Besonderes, worauf ich mich unglaublich freue und deswegen habe ich so gute Laune, obwohl es mega spät ist, ich schon wieder ein paar Stunden aufstehen muss und schon wieder zu dieser Scheißfrühschicht fahren muss. Heute wird es zwar ein Video über Deutschrap geben, aber es wird etwas anders aussehen. Ihr kennt das ja, es gibt bestimmte Songs, die sind einfach so geil und das sind die über Jahrzehnte hinweg, dass ihr jedes Mal, wenn ihr die hört, einfach mitsingen oder mitrappen oder mitschreien müsst. Ich habe mir eine Playlist zusammenstellen lassen von meiner Community, von Freunden und allen, die es mitbekommen haben, dass ich Rap-Songs suche. Und die werden jetzt gleich abgespielt und ich versuche nicht zu rappen, egal was passiert, egal was es für ein Song ist. Ihr schreibt mir in die Kommentare, an welcher Stelle ihr schwach geworden seid und mitrappen musstet. Die Kommentarleiste muss on fire sein! So, der erste Vorschlag kommt aus der Community. Okay, den Beat kenne ich natürlich, das gab es ja schon mal von irgendeiner Girl Group. Aber ich kenne das Lied nicht wirklich, also kann ich gar nicht mitrappen. Was ist das, Mann? Okay, jetzt muss ich mal gucken. Oh, 187, Alter, bitte nicht, ey. Müsst ihr mir das antun? Wirklich jetzt? Ich hoffe, ich enttäusche euch jetzt nicht zu sehr, aber 187 ist nicht mein Fall. Der zweite Song kommt von einem meiner besten Kumpels. Er kennt mich also sehr gut. Ich hoffe, ich verliere die Challenge jetzt nicht schon im zweiten Song. Oh, Scheiße. Nein, 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 nicht das Lied. Ich komme schon im zweiten Scheiß-Song nicht zusammenreißen. Mann, fuck ey. Ein erneuter Community-Vorschlag. Das ist doch kein Rap, ey. Ist das dein Ernst? Oh Gott, ey, damit hast du mich echt wieder runtergeholt. Ich war gerade noch ein bisschen gehypt vom Vorsong, aber das hat mich hier wieder komplett abgekühlt, ey. Oh, ich hab wirklich, ich hasse Alligator, weil das mir zu viel des Ganzen ist. Also dieses. Bei jedem Lied muss ich über gestikulieren und krass Scheiße singen. Leute, das ist für mich einfach kein Rap, Alter. Das ist irgend so ein Ausdruckstanz-Spasti, Mann. Mit meiner Stimme verstellen und jede Oktave muss zittern, dann klingt das Lied besser. Ich hoffe, falls ich es nicht sogar bin, dass irgendjemand, der ihn mal trifft, so richtig ins Maul der Typ geht mir einfach nur auf den Sack. Danke, dass du mir dieses Video geschickt hast und dass ich mich einmal richtig über den aufregen durfte. Das wird richtig heftig schwer. Schwarze Oversize, Hoodie so wie Gargamel. Und die Bitches flippen aus, als wäre Zara Sey. Oh nein, oder? Oh nein. Ey, sind hier nur Hass-Songs in dieser Liste. Mit dem folgenden Song wurde mir ein Klassiker versprochen. Oh ja, das ist ein scheiß Klassiker. Oh Gott, ey. Ich geb was Gänsehaut, so hab ich diesen Scheiß geliebt damals, Mann. Ich
Scheiße, ich glaube, ich kenne sogar. Ich kenne den Scheiß sogar. Sag mir bitte nicht, dass das Apo Red ist, Alter. Natürlich ist es Apo Red. Und die erste Line vor dem Rich. Ja, Digga. Wollen wir eigentlich mal ein Trinkspiel machen? Jedes Mal, wenn er Dicker sagt, einfach ein Trinken? Ja, Dicker! Ja, Dicker! Dicker, 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 Dicker. Ich muss sagen, im Moment ruhe ich sehr in mir selbst. Jetzt kann mich erstmal nichts vom Hocker reißen. Oh nein, oh nein. Pose rollen mit dem dicken Chin. Wenn die schnuckelig werden, sind sie drin. Ich bin nicht der letzte Star, was sonst? Du bist nicht der letzte Star. Wir beide bleiben uns halb und so. Nehmen Sex und Glück und alle meine Bitches nennen mich Daddy. Chillen mit der Family. Ausschicken Emojis. Mach den Motherfucker mit der Rolli. Fixed Street View. Best dressed Motherfucker in der GQ. Lip an die Ohr, als wär sie Holy Fear. Und alle meine Bitches schreien OMG. Oh Mann, dieses Lied ist einfach nicht möglich. Ja, okay, ich hätte wahrscheinlich spätestens bei dem Song verloren. Ich streng mich jetzt zu Tode an, dass ich wenigstens dieses Mal schaffe, nicht mitzumachen, Alter. Die Challenge ist so für den Arsch bei mir. Oh nein, 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 nicht er! Das ist jetzt mein letzter Versuch für dieses Video. Es ist eins meiner scheiß Lieblingslieder. Obwohl ich das am Anfang so dumm und scheiße fand, das Lied. Und so öfter ich höre, desto geiler finde ich's. Bewaffnet und ready. Bewaffnet und ready. Bewaffnet und ready. Bewaffnet und ready. Die Nutte ist direkt verliebt. Mach ihn nicht auf exklusiv. Ready und up wie die Fugees. Lache euch aus wie Emojis. Da kann man den nicht anfangen. Geht nicht, Alter. Es geht einfach nicht. Dieses Lied ist so ein scheiß Ohrwurm, ey. Ich gebe auf, wirklich, Leute. Ich gebe einfach auf. Ey, Leute, es tut mir leid. Ich wollte eigentlich, dass es ein bisschen interessanter und spannender wird, ne? Aber es hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich bin für diese Challenges nicht geschaffen. Ey, wie kann man denn da cool bleiben, ey? Wie kann man da cool bleiben bei der Songauswahl, Mann? Aber ihr dürft mir dennoch gerne mitteilen, welche Songs da gefehlt haben und ob ihr es geschafft hättet bei der Songauswahl. Ja, ein Versuch war es wert. Denkt dran, abonnieren ist immer noch gratis. Lasst mir ein paar Vorschläge da für die nächsten Videos. Ansonsten gehe ich mich jetzt vergraben, weil das wahrscheinlich die größte Niederlage in meiner YouTube-Karriere war.